So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von LA Noire. Immer noch unterwegs zur Eldorado Bar, die da irgendwo rechts war, ich gerade wahrscheinlich übersehen habe. Auf jeden Fall soll da unsere ermordete Dame gewesen sein. Eldorado Bar. 1.48 Uhr, 13.48 Uhr. Jo, immer rein da, oder? Würde ich mal behaupten. Guten Tag. What can I get you? LAPD. Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah, me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. But what did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. Sie hat einen Brief an der Bar gelassen. Wahrscheinlich eher unabsichtlich, weil, ganz ehrlich... Angel Maldonado persönlich. Hollala, ist das viel. Los Angeles County State, California. Antonia Maldonado hat am 8. des Monats August 1947 ihren Antrag beim Kammergericht des Staates Kalifornien eingereicht, mit der Hoffnung, dass die darin dargelegten Gründe sie aus dem Bund der Ehe, den sie mit Angel Maldonado eingegangen ist, entlassen. Hiermit legen wir fest, dass der benannte Beschuldigte Angel Maldonado unter Nichtberücksichtigung jeglicher Geschäftlichkeit und anderer Verpflichtungen am Mittwoch, dem 17. September 1947, persönlich vor dem Zentralen Bezirksgericht im Kammergericht zu erscheinen hat, um sich zum durch die benannte Antonia Maldonado auf Ehescheidung aufgrund von Grausamkeit zu äußern und falls vorhanden Gründe darzulegen, weswegen die benannte Klägerin und Ehefrau Antonia Maldonado nicht aus dem Bund der Ehe entlassen werden sollte. Bezeugt durch den ehrenwerten Richter des besagten Gerichts von Kalifornien, Earl Bratham, am 11. des Monats August im Jahr 1947 unseres Herrn Protonator. Divorce papers? Did you open them? No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was gonna show him. Was tun mir die Papiere jetzt sagen? Wir fragen einfach mal. Fehlender Schmuck. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Ja, aber so ungefähr muss es doch wissen, Kollege. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Bewegungen des Opfers. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was gonna serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. Kann ich mir gut vorstellen. Guckst zwar ein bisschen seltsam, Kollege, aber irgendwie glaube ich dir das. Der guckt doch voll zuversichtlich, der guckt doch nicht verwirrt. Also ich glaube ihm das irgendwie. Wobei ich gerne noch ein paar mehr Informationen hätte. Ich weiß gar nicht, was ich drücken soll. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad nine. I have wide feet. Say, honey, what time do you get off? Einfach nur weil wegen ist so, oder? Ihn hätte ich eh nicht verdächtigt, er sieht zu seriös aus. Was machen wir denn, Kollege? What do you think? Search around. If Antonia was as messed up as we hear, maybe she left physical evidence as well as witnesses.
Ah, wir sollen uns also hier umschauen. Also sie saß ja an der Bar. Das heißt, wir können im Prinzip... Hauptsache, wir suchen an der Bar. Warum ist hier irgendwie nichts? Also irgendwie finde ich hier nichts. Dann fragen wir mal vielleicht die Menschen, die da sonst so rumgesessen sind. Er hier? I'm stumped. Ideas? Search around. Antonia was as messed up as we hear. Maybe she left physical evidence as well as witnesses. Da liegt nix, da liegt nix. Da sitzt eine mit Zeitung. Kollege? I don't think you're a fool. But then what's my opinion against thousands of da auch nicht. Ah! Telefon. Das ist ja, dass es out of order war. Ja, und jetzt? Schön. Habt ihr vielleicht was gesehen? Two peanuts were walking on the street. Nein. Anscheinend nicht. Was haben wir da hinten? Da ist ein Hinterausgang. Dadurch, dass der... Sir, do you work here? Sorry, pal. Just making deliveries. From where? Just pick fruit market across the street. A fruit market delivers here? Yeah, sure does. The Mexes love a little slice with their tequila. Fine, thanks. Muss ich da irgendwie hinterher? Ist der böse? Ich glaube nicht, dass der böse ist. Aber irgendwie, ich weiß es nicht. Er wirkte irgendwie etwas seltsam. Ach, er hat sein Ding da liegen lassen. Er hat sein Ding da liegen lassen. Können wir das irgendwie nehmen? Nö. Just picked fruit market. Obstmarkt Chinatown. Fruit market. That's where Antonia went to call for a... Stimmt. Da wurde ja, da war ja was. Da könnten wir ja auch mal hin, bevor wir zum Ehemann gehen. Mülltonne. Nö. Da liegt, glaube ich, auch nichts mehr. Wir gehen mal wieder zur fetzigen Musik rein. Any ideas? Advice? So, the fruit market was the last stop off Antonia. Würde ich auch sagen. Let's go. Da ich das hier wahrscheinlich... Oh, ein Kaktus. Da liegt nichts, da liegt nichts. Irgendwie finden wir keine Zeitungen mehr. Nö. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Ich würde sagen, erstatten wir mal dem Obstmarkt einen kleinen Besuch ab und vielleicht können wir noch ein paar Fressalien für den Weg mitnehmen. Just picked Obstmarkt. Ach, der ist ja gleich um die Ecke. Wenn wir laufen können, egal. Echt laufen können. Egal. Können wir da reinparken? Ja, da können wir reinparken. Boah, sind wir faul. Always fresh. Shut. Great. We'll need to come back later, Phelps. Maybe somebody here saw Antonia the night she died. Wir können trotzdem rein. Wer sagt, dass wir da nicht trotzdem rein können? We are the police, we are allowed to do all. Da können wir trotzdem rein. Kollege? Ja, I'm the cop from the newspaper. And do you have a newspaper for me to have so a backwind teil? Was hältst du davon, Kollege? So what next? I've said it right from the start. We should come down hard on the husband. Gut, dann machen wir erstmal das. Ich würde zwar trotzdem gern einmal hier rein. Vor allem, wo ist denn der Eingang? Ist das hier der Eingang? Nee, es ist ja so ein Diner. Wo ist denn hier dieser Obstmarkt? Cola King? Wo ist denn der Obstmarkt? Kili's? Weil das ist irgendwie kein Eingang. Da vielleicht? Ist das bloß die Lagerhalle? Das ist eine Bäckerei. Habt ihr vielleicht irgendwas gesehen? Dann habt ihr auch nicht. Boah, war jetzt irgendwas zum Essen? Hätte schon was. Doch, durchaus. Na gut, dann gehen wir erstmal zum Ehemann. Wenn das die Reihenfolge des Spiels so möchte, dann würde ich sagen, kommen wir dem einfach mal so nach. Also. Wohnadresse von Angel. How about we drop in on the husband instead? See if your gut is right.
I'll take a bar over a husband every day of the week. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oh, das sind zwei Bahnen, die ja richtig kräftig vorbei rushen. Jo, einmal da, dann dürfen wir da vorne bestimmt einmal links und da einmal rechts. Hoffe ich, denke ich mal. So, das Rot, das macht uns nichts. Wir können einmal Tatütata reinhauen, dann dürfen wir da vorbei. Und dann sind wir auch schon da, das geht echt schneller als erwartet. Aber der Typ hat doch gerade noch ausgeliefert vom Obstmarkt. Warum ist er eigentlich jetzt schon wieder zu? Ich verstehe es irgendwie nicht ganz. Egal. Maldonados Wohnsitz. 2.14 Uhr. Bald ist Mittagspause vorbei. So, einmal rein da. Einmal rein da. Finde ich gut. Guten Tag. Schöne gute Tag. Ein Telefon. 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 Haben wir jemanden, den wir fragen können, wo wir hin müssen? Da ist eine Tür, da ist eine Treppe. Da ist eine Tür und da ist eine Treppe. Treppe. Haben wir wirklich solche Dingensschilder, wo wir wissen, wer wo wohnt? Do we have them irgendwo? Oder haben wir den Schlüssel irgendwie dabei? Nee, nicht Ort. Ich wollte Hinweise. Persönlich Schlüssel. Nummer 5. Nummer 5. Also Nummer 5. Apartment 5, wo auch immer das ist. Wir gehen in Apartment 5. Jo, da hoch, da ist das Fenster ein bisschen dreckig, kann man wieder putzen. Da ist eine Tür. Da kommen wir auf den Balkon. Hallo, Balkon? Hallo. Ach, die Zugänge sind von außen. Wo haben wir denn unseren goldenen... Nee, da kommen wir nicht rein. Wo ist denn Wohnung 5? Aber erstmal schauen wir zur Umwelt, hier ist voll schön. Hier gefällt's mir. Da kommen wir auch nicht rein. Da kommen wir natürlich wieder rein. Da nicht. Haben wir... Warum? Oh Mann, ich will nicht so viel laufen. Und vor allem, ich muss ja bald weg. Das ist mein Problem. Dies heißt, ich müsste auch nicht bald zu einem speicherhaften Ende kommen. Aber eigentlich hat mir doch das Speichern zum Buch, wo wir hergekommen sind, oder? Oder ich mir da täusche. Ich habe wirklich absolut gar keinen Plan, wo hier Nummer 5 ist. Ich würde sagen, wir gehen mal hier wieder rein. Dann suchen wir mal nach Nummer 5. Was haben wir da? Da haben wir 201. Klar, warum denn auch nicht? Fragen wir mal unseren Kollegen. Kollege, da. Help me out. No need to be gentle with a prime suspect. Kick down the fucking door. Welche denn? I don't know where he is wohning. Das machen wir einfach die letzten... Ah! This could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. I got him. Stay back, or I'll have to put you... Wie ging das nochmal? Stirb! Ne, nicht stirb, aber... So, komm jetzt aber. Jetzt haben wir... So. Ist jetzt gut? Wunderbar. Hast du auch geschafft, Kollege. Man ist halt immer... Bisschen dynamisch, auch im Alter ganz wichtig. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Da steht doch was zu essen. Könnte vielleicht jemand spülen? Also ich mach das nicht. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. Two suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! You think I'd kill my own wife? Könntest du bitte speichern, Spiel? Dann könnte ich eine Aufnahmepause machen. Ich muss nämlich weg.
Du sollst speichern, Spiel. Dann speichere halt nicht, dann mache ich das halt nachher nochmal. Das ist ein Hut. Da liegt aber dein Hut. Egal. Ich würde sagen, das war's. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Speichern können wir eh nicht. Das heißt, ich hoffe einfach mal, dass wir einen einigermaßen sozialen Speicherpunkt bekommen. Eicher, wenn wir hier reingekommen sind, hat das Speichern-Symbol gesehen. Wenn wir dann nächstes Mal nicht sind, dann trägt das Spiel einen ab. Aber sowas dann. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ich verdünnisiere mich jetzt mal relativ zügig, damit ich auch noch pünktlich komme. Also, tschüss.